Wie würde Jesus aktuell diese Armutszuwanderungsdebatte der CSU sehen? Ja, wahrscheinlich würde er sagen, dass die Tonalität etwas schwierig ist, aber vielleicht auch darauf hinweisen, dass das Ausnutzen von anderen Leuten, in dem Sinne Sozialsystemen, vielleicht auch nicht die feine Art ist. So, eine neue Folge Jung Naiv aus dem Bundestag. Und wen habe ich denn hier? Ja, der Johannes Steiniger ist hier. Neu gewählter Abgeordneter der CDU. Und ich habe gehört, irgendwie, du bist ein ziemlich junger Kerl. Ja, ich bin jetzt 26 und damit der Jüngste von unserer Fraktion und der Zweitjüngste insgesamt. Es gibt noch jemanden von der SPD, der ist 5 Tage, glaube ich, jünger als ich. Aber gut, so ist das halt. Immer diese Sozen. Och, ich nehme es relativ locker, also es ist alles okay. wir wollten mit dir mal einen kleinen Rundgang machen im Bundestag. Du bist ja ziemlich neu jetzt. Mhm. Wo sind wir jetzt hier gerade? Also wir sind im Moment hier gerade im Paul-Löbe-Haus. Hier sind relativ viele Abgeordnetenbüros und in den Rundungen, die du hier siehst, sind die Ausschussräume relativ viele. Ja, gerne. Erzähl uns mal, wie kommt man in den Bundestag? Ja, indem man jetzt in meinem Falle auf der Landesliste der CDU in Rheinland-Pfalz stand, auf Platz 16 und wir als CDU dann ein super Ergebnis geholt haben und ich dann über die Liste eingezogen bin. Was ist eine Landesliste? Ja, jede Partei stellt eine Liste auf, 1, 2, 3, 4, 5, da stehen dann verschiedene Politiker drauf und je nachdem, wie viel Prozent wir bekommen, das wird dann umgerechnet, im mathematischen Verrechnungsmodell stehen uns dann eben eine bestimmte Anzahl an Abgeordneten zu. Und das waren jetzt eben in Rheinland-Pfalz 16 Abgeordnete und ich war glücklicherweise auf dem 16. Platz, ja. War das geplant? Also hast du damit gerechnet, dass du reinkommst? Eigentlich nicht, weil der Platz 16 das letzte Mal, glaube ich, so vor 24, 25 Jahren gezogen hat, sagt man. Also gezogen hat heißt dann, dass eben derjenige dann reinkommt. Von daher war es nicht unbedingt geplant. Es war mal so die Überlegung, ob ich so in 1, 2 Jahren nachrücke. Also dann, wenn dann jemand vielleicht mal aus dem Bundestag jetzt von unserer Landesgruppe ausscheidet, ja. Dass ich dann vielleicht nachrücke. Aber ich habe jetzt nicht wirklich gedacht, dass ich jetzt direkt schon 2013 dann in den Bundestag kommen. Also, du siehst hier die Rundungen. Hier sind die ganzen Ausschusssäle drin. Wir sehen jetzt hier, das ist der Umweltausschuss. Umweltausschuss, genau. Sitzt du auch in einem Ausschuss? Ja, ich, das wurde gerade gestern festgelegt. Also ich bin ordentliches Mitglied im Sportausschuss. Sport und Ehrenamt ist das. Und Stellvertreter in Gesundheit und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Du sitzt in 3 Ausschüssen. Also es gibt den Unterschied zwischen ordentlicher Mitgliedschaft und Stellvertretung. Erklär dir mal. Ordentlich, da bin ich immer drin, immer wenn da Sitzungen sind, arbeite ich da mit. Das ist bei mir dieser Sportausschuss. Ja, und stellvertretende Ausschüsse ist dann, wenn dann jemand aus dem Ausschuss nicht kann, dann rufen die bei mir im Büro an und fragen, kannst du mich nicht mal vertreten? Ja. Und das läuft dann so. Sucht man sich das aus, in welchem Ausschuss man sitzen möchte? Ja, also wir konnten im Vorfeld Wünsche angeben und dann wird das dann aber in so einer kleineren Runde dann Aber völlig transparent. Völlig transparent dann miteinander verhandelt. Ja, aber erzähl mal, wer bestimmt das? Der Bundestagspräsident, Fraktionen oder wie ist das? Ja, also die Fraktionsführung, da sind dann noch die sogenannten Landesgruppenchefs dabei. Also das sind diejenigen, die Leute der CDU beispielsweise in Rheinland-Pfalz dann repräsentieren. Das ist bei uns der Peter Bläser und die sitzen dann in einer Runde zusammen. Die heißt Teppichhändlerrunde, das ist ganz lustig. Und und gucken halt. Du bist einer der Teppichhändler. Ja, ich war kein Teppichhändler, sondern mein Chef quasi in der CDU in Rheinland-Pfalz, hier im Bundestag, der Peter Bläser, unser Landesgruppenchef, der dann dafür gesorgt hat, dass jeder so seine Wünsche irgendwie erfüllen konnte. Ja. Und du hast deswegen gesagt, war Sportausschuss jetzt dein Wunsch? Ja, also Sportausschuss war direkt die erste Präferenz und deswegen bin ich da auch ganz froh, dass das funktioniert hat. Komme selbst so ein bisschen aus dem Sport, habe lange Fußball gespielt,
zwar in so einer Betonliga, aber hat doch immer Spaß gemacht. Und ich bin, haben wir alle gemacht, ja, Kreisliga, genau, ja, so. Na klar, also so Bezirksliga und Bezirksklasse und so, und bin ja jetzt auch seit 10 Jahren Jugendtrainer bei mir im Fußballverein, bin da auch im Vorstand mit dabei. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn dann in dem Ausschuss auch da jemand sitzt, der so ein bisschen die Perspektive wirklich von der Basis mit einbringen kann. Und das habe ich auch vor. Ich habe gleich noch ein paar Fragen, weil ich zum Sportausschuss, aber ich wollte jetzt mal wissen, warum wird man Bundestagsabgeordneter mal? Was hast du vorher gemacht? Fußballtraining. ich hab Mathematik und Politik studiert fürs Lehramt, will also eigentlich Gymnasiallehrer werden. Habe das erste Examen da abgeschlossen im letzten Januar und bin gerade dabei, auch nebenher so parallel das zweite Examen, also mein Referendariat, fertig zu machen. Also ich habe quasi alle 2 Wochen bin ich noch vormittags dann noch in der Schule. Und da läuft gerade Herr Ramsau. Der Herr Ramsau läuft da vorne, genau, richtig. War der nicht mal Minister? Ja, der war mal Minister und der läuft jetzt gerade ins Plenum, weil wir eigentlich auch gleich hier Plenum haben. Ist das auch zu spät drin? Er ist relativ pünktlich, wird wahrscheinlich nur 1-2 Minuten zu spät kommen. Was passiert, wenn man zu spät kommt? In der Fraktion. Oder gar nicht jetzt, kommt? Ja, wenn man gar nicht kommt und es sind die sogenannten namentlichen Abstimmungen, also wo man wirklich als Johannes Steiniger, dann sagen muss, ich bin für oder gegen eine Maßnahme. Wenn man das verpasst, dann kostet es Geld. Ich weiß aber aus, das kostet Geld? Ja, das, ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Ich glaube, so 50 Euro dann. Wie viel verdient man jetzt als Bundestagsabgeordneter? Wir sind ja auf Diät. Also unser Gehalt heißt Diät und das sind, ich weiß gar nicht, so um die 8.000 Euro, die aber dann komplett versteuert werden müssen. Ja. Genau. Das ist wahrscheinlich ein guter Gehaltssprung jetzt. Ja, vom Referendar, das ist richtig, ja. Wie machst du das jetzt weiter? Machst du jetzt eine Pause? Ich verlängere das Referendariat quasi auf fast die doppelte Zeit. Mhm. Und muss dann eben weniger Unterricht insgesamt halten. Das kriege ich dann gut hin. Okay. Und das ist ja auch für meine Schüler ganz lustig, wenn die dann in Sozialkunde, wo es dann um den Bundestag geht, dann mal auch das eine oder andere vielleicht von hinter den Kulissen oder aus dem Nähkästchen erfahren. Das ist kannst du denn so erzählen, so ratet mal, was euch eigentlich normalerweise nicht in diesem Schulbuch gesagt wird? So ja, genau so. Und die wissen das ja auch und so, und das ist ganz gut. Ja. Jetzt heißt die Sendung ja Jung und Naiv. Würdest du dich selbst als naiv bezeichnen? Oh, ich glaube nicht, nee. Oder definier mal naiv, was heißt denn das? Ja, das ist ja für jeden was anderes. Warum ist das ja auch immer lustig? Ja, nee, also naiv glaube ich eher nicht so, das, was ich damit verbinde. Also so leichtgläubig oder so, das glaube ich eher nicht. Ja. Da bin ich dann zu sehr Mathematiker vielleicht. Erzähl uns mal, wie du bist in der CDU, ne? Genau. Warum CDU? Warum bist du ein Abgeordneter der Union? Warum machst du Politik für die CDU? Ja, das ist ja super, dass du die Fragen von Twitter hier gleich mit einbindest. Hab ja gerade eben gesehen, dass die Frage reinkam. Nee, bei mir relativ, wir laufen hier lang, relativ klassischer Weg. Ich habe bei mir vor Ort in meiner Heimatstadt angefangen, Politik zu machen, Jugendpolitik. Habe da bei der Jungen Union angefangen, weil das eigentlich diejenigen waren, die da vor Ort für die Jugendlichen was gemacht haben. Also da ging es irgendwie um den Skaterplatz, den die realisiert haben, und in den Partyraum. Ja, habe bei denen angefangen und bin auch seit 2009 für die CDU bei uns im Stadtrat. Habe da viel, viel Kommunalpolitik gemacht, ja, und bin jetzt seit 3 Jahren Landesvorsitzender der Jungen Union und über diese Schiene dann auch auf diesen Platz 16 gekommen, den ich... Wir müssen hoch. Genau. Wir haben uns zum Beispiel mit dem Koalitionsvertrag beschäftigt. Warst du damit zufrieden? Hast du dafür gestimmt? Ja, ich habe dafür gestimmt. Im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden damit. Also insbesondere, wenn man sich das Europakapitel durchliest, da konnten wir relativ viel von dem abwehren, was die SPD so wollte. Also dass wir für die ganzen Schulden mithaften, um es mal auf den Punkt zu bringen. Womit ich nicht so ganz zufrieden bin, ist das Thema Rente 63, was ja kommen werden soll. Du willst die Rente, dass sie noch früher kommt? Nee, ich bin eher der Auffassung, dass das, was wir haben mit Rente 67, schon zu weit geht, oder? Nee, nicht so weit geht, sondern absolut richtig ist, weil es ganz klar ist, wenn es immer mehr ältere Leute gibt und weniger Leute, die dann in die Rentenkasse einbezahlen, ja, dann muss man halt länger arbeiten. Oder sehr viel mehr bezahlen, das wollen wir auch nicht. So, wir gehen jetzt mal rein. Oder ich habe auch gehört, man könnte das Rentensystem so ein bisschen umstellen. Irgendwie... Ja, ich hab davon gehört, dass die in der Schweiz, da ist das Rentensystem ja ein bisschen anders. Was hältst du davon? Was genau machen die? Erklär mal.
Na, die Schweizer, da zahlen alle ein, also Selbstständige und so weiter und so fort, alle in ein System, Beamte. Ja, heißt doch dann aber im Endeffekt auch was? Ja, dass auch alle was kriegen. Ja. Von daher ist natürlich auch der Kreis derjenigen, die dann Geld aus dieser Kasse dann rausbekommen, natürlich auch sehr viel größer. Also nicht, dass uns hier die Tür erschlägt. Ja, klar. Das heißt, so ein Rätsel? Es ist aus meiner Sicht eine Milchmädchenrechnung, um es auf den Punkt zu bringen. Okay. So, normalerweise, also wir sind jetzt hier gerade auf der Plenarsaalebene. Hier ist quasi der Plenarsaal, wo die Bundestagssitzungen stattfinden. Und normalerweise, das ist heute ganz ungewöhnlich, normalerweise sind hier ganz, ganz viele Journalisten, die, ja, die sind heute Interviews machen und so weiter. Ja, keine Ahnung, warum die heute nicht da sind. Aber ja. Was stand denn da im Koalitionsvertrag bezüglich der Rente? Warum warst du mit sich zufrieden? Naja, also wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben erstens gesagt, wir haben die sogenannte Mütterrente festgelegt. Was ist das? Also es war so, dass es die ganze Zeit so war. Mütter, die Kinder vor 1992 geboren haben, also wurden. Deine Mutter, meine Mutter. Meine Mutter, und zwar mit drei Kindern direkt, wurden in der Rente vernachlässigt. Aus einer bestimmten Systematik heraus. So, das wird jetzt behoben und meine Mutter wird jetzt nicht mehr benachteiligt. Meine Mutter wird jetzt beispielsweise pro Kind 28 Euro dann mehr bekommen, wenn sie Rentnerin ist. Das war ein Vorschlag von uns, von der CDU. Aber CSU, was glaube ich auch in Ordnung ist, weil ja, es hört sich ja schon so an, ja, ob ich jetzt Kinder vor 92 oder danach geboren habe, das ist ja dann eher Zufall, aber dann, also wir haben das begründet damit, dass eben da ja so eine Gerechtigkeitslücke ist. Ja. Aber hat deine Mutter jetzt genau die gleichen Ansprüche wie Mütter nach 92? Genau. Ist jetzt so? Ja, das wird jetzt angehoben. Ach, cool. Dann hatte ich die Frage, es gab zu Drogenpolitik, du bist ja ein bisschen junger, wir haben immer sehr viel darüber gemacht, wie hältst du das mit den Drogen? Also nehmen tue ich keine. Ich kiff nicht in meinem Büro und nehme auch sonst. Gibt es da ein paar, die im Büro kiffen? Ne? Ich weiß nicht so genau, was bei den Grünen los ist, aber oder bei der SPD? Weiß ich nicht so genau. Ja, aber Drogenpolitik allgemein, ich habe jetzt heute gerade gehört, es gibt eine neue Drogenbeauftragte. Was würdest du dir damit auf den Weg geben? Es wird jetzt über Drogenlegalisierung geredet. Es gibt in Amerika, wird Marihuana legalisiert. In Portugal gibt es eine neue EU-Projekt. Ja, aber beim Thema Legalisieren bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil alles, was man so bekommen kann, wird dann vielleicht auch ein Stück weit mehr konsumiert. Von daher wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig. Können wir aber besteuern. Bitte? Können wir ja besteuern. Ja, dann würden wir hätten wir wieder ein paar Einnahmen. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, da geht die Gesundheit vor. Ist gegen die Legalisierung. Ja. Dann hätten wir, was war noch? Homo-Ehe. Also, was stand da im vollen Koalitionsvertrag? Wird das jetzt gleich gemacht? Weiß ich so auswendig gar nicht. Habe ich auswendig nicht im Kopf. Aber kommt das? Also, bist du dafür? Ich bin eher dagegen, weil ich da schon. Dagegen? Ja, weil ich, also insbesondere wenn es darum geht, Adoption von Kindern, das gehört ja in diesen gesamten Komplex mit rein. Es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass eben das Heiraten geht. Es wird ja auch noch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil da geben, aber beim Thema Adoption bin ich da schon etwas skeptisch. Warum? Naja gut, also bei mir gehört halt zu einer Familie dann der Vater und die Mutter dazu und das ist halt an der Stelle dann nicht gegeben. Ja, aber sind zwei Väter schlechter als... Ja, also ich glaube an der Stelle schon, dass es gut für ein Kind ist, wenn Vater und Mutter da ist. Aber warum, gut, jetzt weg von Adoption, warum sollen Heterosexuelle immer noch mehr Rechte haben als Homosexuelle? Nochmal. Warum sollen Heterosexuelle immer noch mehr Rechte haben als Homosexuelle? Also Gleichstellung... Inwiefern haben sie das denn nach der Argumentation? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Du hast ja gerade gesagt, zum Beispiel adoptieren sollten die Homosexuellen nicht. Ja, na gut, weil... Hier schließen können sie immer noch nicht. Ich habe ja argumentiert über das Kindeswohl. Das ist ja da meine Meinung, dass es ja das Kind da im Vordergrund stehen sollte. Und ich glaube, dass es ja am Ende des Tages da dem Kind in Anführungszeichen normalen Familie besser geht. Das heißt, Heterosexuelle mehr Rechte haben, weil damit es den Kindern besser geht? Ja, ja, weil beim Thema Adoption geht es ja schließlich ums Kind, ne? Dann in Sachen Europa. Du hattest gerade Europa schon angesprochen und du warst zufrieden mit dem, was im Koalitionsvertrag steht. Kannst du kurz sagen oder erzählen, was da im Koalitionsvertrag stand? Ja, also zunächst einmal
ist es so, dass wir relativ viel davon abwehren konnten, was die SPD haben wollte. Das wollten die denn, also so Eurobonds, wir haften für alle Schulden, die die anderen Länder haben. Aber ich habe gelernt von meinem Finanzexperten, dass wenn die Eurokrise gelöst werden soll, dann muss es Eurobonds geben und Vermögensabgaben. Nee. Das ist Quatsch. Das soll die einzige Lösung sein. Na gut, also das wüsste ich gern mal die Quelle, das glaube ich also an der Stelle nicht. Der da. Ja, also ich glaube nicht, dass er recht hat. Ja, aber du bist gegen Eurobonds. Genau. Warum? Na, weil ich es, glaube ich, auch den ganzen Leuten, mit denen ich mich im Wahlkreis unterhalte, nicht wirklich verkaufen kann, dass die arbeiten gehen, ihre Steuern bezahlen und dafür in andere Länder, die vielleicht nicht so gut gewirtschaftet haben, wie es bei uns der Fall gewesen ist, dann ja da quasi mit hochziehen. Aber sind wir damit, ist Deutschland als Staat nicht auch mitverantwortlich, wie es in anderen Ländern geht? Gerade in Europa. Ja, na klar, und deswegen kommen wir auch der Verantwortung nach und haben ja auch Hilfsmaßnahmen entsprechend gestaltet. Aber jetzt in die totale Haftung dazu gehen, ist, glaube ich, nicht besonders hilfreich. Was machen wir denn stattdessen? Im Sinne. Ja, also wenn wir jetzt gegen Eurobonds sind, es gibt keine, was machen wir denn? Wie lösen wir denn die Eurokrise? Naja, indem wir beispielsweise andere Länder wie jetzt Griechenland dazu motivieren, Reformen im eigenen Land zu machen. Das dort motivieren? Ich hab letztens von Zwang gehört. Nein, wir motivieren sie dazu, weil wir sagen, guckt mal, wie es funktionieren kann. Es ist gut, wenn die Leute arbeiten, wenn sie dann auch die Steuern bezahlen, dass Steuern dann auch gut eingetrieben werden können. Das soll ja dann nicht immer passiert sein. Oder dass auch dann Leute, die Taxifahrer sind, vielleicht keine Blindenrente bekommen, wie das auf dieser einen Insel da der Fall gewesen ist. Das ist jetzt so ein überspitztes Beispiel, aber dazu sagen, es ist vielleicht ganz gut, wenn ihr diese Reform anstrebt, das passt dann. Apropos Steuereinnahmen, wie ist das hier in Deutschland? Werden wir da mal dafür sorgen, dass die ganzen Steuern eingenommen werden, die auch erhoben werden sollen? Nee, oder die erhoben werden, aber nicht... Macht ja das Finanzamt, oder nicht? Ja, aber ich habe gehört, die klagen darüber, dass sie nicht genug Personal haben, um die dicken Fische zu holen. Also um ein Hoeneß auch, dass er nicht sich selbst anzeugen muss, sondern dass er das durch Kontrolle erwischt wird. Also bist du gegen diese Reichtumswanderung? Reichtumswanderung? Ja, es gibt doch jetzt Armutswanderung, es gibt doch Reichtumswanderung. Reichtumswanderung nach Liechtenstein. Ja, genau. Hier. Bist du dagegen? Ja, das ist illegal. Ja, ja, also. Ja. Ja, aber tut dir da was? Hast du da irgendwie als Abgeordneter eine Agenda? Also ich bin jetzt nicht im Finanzausschuss, aber ist doch klar, dass wenn jemand Steuern hinterzieht und insbesondere auch jemand, der da viel Geld verdient, dass wir das verhindern müssen. Ich glaube, wir sind ganz gut ausgestattet auf den Finanzämtern. Und von daher, und wenn wir uns anschauen, wie jetzt die Steuerentwicklung der letzten Jahre war, dann war die ja auch ganz gut. Inwiefern? Naja, dass relativ viel Geld eben auch reingekommen ist. Ja. Apropos Steuern, ich habe gelesen, irgendwas mit Kirchensteuer. Kirchensteuer habt ihr auch irgendwie, wie ist das verlängert? Oder im Koalitionsvertrag? Na, wir stehen weiterhin zur Kirchensteuer. Warum? Naja, weil die Kirchen in Deutschland ja eben nicht nur Religionsgemeinschaft sind, sondern auch ganz viel, ja nicht nur ehrenamtliches Engagement unterstützen, aber auch im Bereich der Pflege, im Bereich von Altenheimen engagieren. Und da ist es auch gut, dass wir die an der Stelle dann auch unterstützen. Heißt das nicht irgendwie so Trennung von Staat und Kirche? Warum? Du bist also dafür, dass das Finanzamt immer weiter die Kirchensteuer eintreibt? Ja, also ich glaube... Im Ernst? Also ich glaube, dass wir doch in den letzten Jahren damit ganz gut gefahren sind. Das ist ja nie anders gewesen. Bitte? Das ist ja auch nie anders gewesen. Ja, aber jetzt nehmen mal den Kirchen diese Unterstützung weg, dann fallen ganz viele soziale Einrichtungen weg. Und war gut, so. Wer übernimmt die? Ich habe ja gerade versucht zu erklären, dass eben katholische oder die evangelische Kirche beispielsweise Altersheime oder Pflegeheime, Kindergärten und anderes mit betreiben. Und wenn das alles zurückfällt an uns, dann müssen wir auch Geld eintreiben. Dann heißt im Zweifel halt nicht mehr Kirchensteuer, sondern irgendwie anders. Und von daher... Höhere Sozialabgaben. Ja. Wäre jetzt nicht schlimm. Naja gut, aber diese Institutionen sind ja da und Kirchen sind ja auch Institutionen, die sage ich mal, dieses Land da ein Stück weit geprägt haben. Und deswegen ist die Kirchensteuer eine gute Sache. Aber es gibt ja auch Menschen, die nicht in die Kirche gehen oder nicht an Gott glauben. Ja, warum müssen die Bischöfe bezahlen?
Nein, die können doch sagen, dass sie keine Kirchensteuer bezahlen wollen. Ja, aber zum Beispiel Bischöfe werden von den Landeskassen bezahlt. Also da ist es egal, ob ich jetzt Kirchensteuer bezahle. Ja, ja, gut. Aber wir haben es... Ändert ihr das denn nichts? Nö, ändern wir auch nicht. Auch nicht? Nein. Ja, aber ich meine, warum sollen Nichtgläubige für Gläubigen Kram bezahlen? Ich habe es gerade eben schon mal versucht zu erklären. Also ich bin halt schon der Auffassung, dass Kircheninstitutionen sind, die dieses Land mit geprägt haben und dass es uns deshalb auch wichtig sein sollte, diese Institutionen entsprechend zu unterstützen. Ja, und zwei Fragen noch. Was ist mit dem Mindestlohn? Kommt der jetzt? Ja, der soll also bis 2017 kommen, wobei wir da noch ein bisschen am Diskutieren sind, ob es da nicht Ausnahmen auch geben sollte. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass wir, wenn wir einen Mindestlohn machen, da den Anreiz schaffen, nicht unbedingt mehr eine Ausbildung zu machen, sondern jemand, der dann von der Realschule abgeht oder vom Gymnasium, ja, so ein bisschen den Anreiz wegnehmen, eine ordentliche Ausbildung zu machen und vielleicht lieber so einen Aushilfsjob dann zu tun, weil er da vielleicht dann ein bisschen mehr Kohle verdient. Aber heißt das, du bist gegen den Mindestlohn für Praktikanten? Praktikanten sollen keinen Mindestlohn bekommen. Bei Praktikanten ist es ganz schwierig. Es kommt ja drauf an. Man muss ja unterscheiden zwischen zwei Arten von Praktikanten aus meiner Sicht. Also die einen, die eben noch in der Ausbildung drinstecken. Das ist eine Ausbildung, dann muss auch bezahlen. Die ihr Studium machen oder die in der Schule sind. Da finde ich es schon schwierig, da 8,50 Euro die Stunde zu geben, weil ja quasi dieses Praktikum Teil der Ausbildung ist. Also finde ich da eher schwierig. Das ist ein anderes Thema, wenn jetzt jemand sein Master gemacht hat und dann von Praktikum zu Praktikum da verwiesen wird. Ich glaube, dann ist es, dann soll das schon ordentlich bezahlt werden. Ich finde es nur immer schwierig, das ist ja das große Problem beim Thema Mindestlohn, dann da eine Zahl festzulegen von 8,50 Euro. Wer sagt nicht, dass irgendwie 7,49 Euro besser ist oder 12,15 Euro? Die Amis sind ja schon ein bisschen weiter, die haben den Mindestlohn, die diskutieren gerade, ob man das 15 Dollar hoch machen soll. Also da kommen wir erst hin. Ja, eben. Und das ist ja genau die Problematik, dass wir uns dann hier im Bundestag hinsetzen und darüber diskutieren, wie viel Geld da jemand bezahlen soll. Ja, aber die Frage war, also sind wir nicht ein bisschen rückständig, wenn die ganze Welt schon Mindestlöhne hat und wir noch diskutieren, ob es irgendwelche Ausnahmen für Mindestlöhne gibt? Naja, wenn man sich zum Beispiel mal den Mindestlohn in England anschaut, dann sieht man, dass der relativ gering ist. Also ich meine, wir könnten ja auch einen Mindestlohn von 5 Euro ansetzen, aber dafür wärst dann auch nichts. Dafür wärst du eher als für den 8,50. Ich möchte damit nur sagen, dass es für Politik ganz schwer ist, da eine Zahl festzulegen, weil entweder ist der Mindestlohn zu niedrig, wie zum Beispiel 5 Euro, dann bringt er nichts. Wenn er aber zu hoch ist, dann wird Arbeit teuer, weil die Chefs ihre Leute nicht mehr gut bezahlen können. Dann ist eben die Gefahr da, dass der ein oder andere dann auch seine Arbeit verliert. Das ist halt aus meiner Sicht in der Abwägung dann schon das eher Negative. Hast du gehört, dass irgendwie durch Mindestlohn zum Beispiel auch Chefs irgendwie eher motiviert werden, die Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen, weil sie dann irgendwie so sagen, hey, mein 8,50 kostet mich so und so viel, kann ich im Jahr lieber eine Maschine kaufen. Also glaubst du nicht, dass auch so ein Mindestlohn die Maschinisierung der Arbeitswelt beschleunigen würde? Das weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so ein Buch jetzt von... Also das weiß ich jetzt nicht, ob ab einer bestimmten Zahl dann auf einmal die Maschinen mehr gekauft werden, was natürlich aber klar ist und was natürlich hinter dieser Argumentation steckt, ist, dass wenn Arbeit dann sehr teuer wird, weil der Chef eben relativ viel Geld bezahlen muss, dass er sich dann im Zweifel schon überlegt, was Alternativen sind. Ob es dann direkt Maschinen sind oder ob er nicht vielleicht sich überlegt, mit weniger Leuten auszukommen. Weiß ich nicht. So einfache Rezepte gibt es leider nicht. Du willst ja Lehrer werden. Glaubst du irgendwann, dass Lehrer ersetzt werden durch Maschinen? Das glaube ich. Das glaube ich jetzt nicht, weil schon so die Interaktion Schüler-Lehrer. Also ich weiß nicht, ob wir Computer jemals so gut hinbekommen und Roboter, dass die das auch können, weil so Gefühle zeigen, das lässt sich relativ schwer in Algorithmen eingeben. Habe ich auch gehört. Apropos Computer, letztes Thema, dieser NSA-Skandal. Mhm. Bist du jetzt ganz frisch in den Bundestag gekommen? Ja. Der letzte Bundestag hat ja irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Wie sieht's? Ja, also im Moment gibt's ja die Verhandlungen zu diesem No-Spy-Abkommen, also dass man sich gegenseitig dann nicht bespitzelt. Ja, und da muss jetzt halt in diesen Verhandlungen was rauskommen. Und da muss, glaube ich, aus meiner Sicht auch müssen sich die Vereinigten Staaten auch ein bisschen bewegen. Da ist ja, dass wir da auf den grünen Zweig kommen. Soll ja schon was rausgekommen sein, nämlich nichts. Das sehe ich so aber nicht. Die Verhandlungen gehen ja jetzt erst los. Ich meine, die Regierungen treffen sich ja jetzt auch in ein, zwei Monaten fährt ja die Kanzlerin oder fliegt besser gesagt rüber zu Obama. Und da wird
da wird sie ihm schon vielleicht schon mal ins Gewissen reden. Aber die zwei Punkte waren ja so ein bisschen wie Merkel soll Obama ins Gewissen reden. Ach ja. Ist so eher andersrum, oder? Warum? Ja, also der Chef ist ja Obama. Wer sagt denn das? Ja, von der Allianz und so. Also, naja, wir sind ja seine Alliierten, ist er nicht. Ja, na gut, ja, aber eins ist doch auch klar, dass wir vor allen Dingen befreundete Staaten sind, die miteinander zusammenarbeiten. Das soll doch auf Augenhöhe passieren und deswegen ist es gut. Warum sind wir befreundet, wenn die uns abhören? Ja, das ist ja jetzt ja genau die Frage und Angela Merkel hat ja auch gesagt, also wenn sich Freunde abhören, das geht gar nicht, das sehe ich genauso. Also sind wir keine Freunde mehr. Und ich weiß nicht, ob du jedes Mal die Freundschaft kündigst oder mit deiner Freundin Schluss machst, nur weil ihr vielleicht mal ein bisschen Stress habt. Ich hab schon mal Schluss gemacht, als sie mir, als sie mein Passwort geklaut hat bei Facebook. So ein bisschen ähnlich. Ja, hast du wirklich gemacht? Hab ich gemacht. Dann war aber die Liebe auch nicht so groß. Ich weiß nicht, ob es Liebe war. Wir haben ja gesagt, wir sind Freunde. Achso, wir wollen Freunde bleiben. Genau. Okay, gut, ja. Nee, aber Merkel kann da auf den Tisch hauen, aber der Kongress muss ja auch irgendwie, also da ist ja, hat ja Obama selbst auch eine minimale Macht. Warum, also wie können wir uns wehren? Ich meine, aber so ein No-Spy-Abkommen, habe ich jetzt auch gelesen, ist völlig unsinnig, wenn da nicht alle anderen auch kein No-Spy-Abkommen machen. Und darum habe ich jetzt gehört, wenn die Amis mit den Deutschen ein No-Spy-Abkommen machen, dann müssten sie ja mit allen anderen auch eins machen. Darum machen sie es ja gar nicht. Ja, das ist natürlich deren Argumentation. Die Frage ist nur, was sind die anderen Möglichkeiten? Klemmen wir uns vom Internet ab? Das ist halt auch relativ schwierig. Es wäre beispielsweise eine Möglichkeit, dass man auch eigene Kompetenzen aufbaut. Nur wird das halt jetzt auf kurze Sicht relativ schwierig sein. Also ein eigenes Google, ein eigenes Facebook oder anderes. Meinst du so ein europäisches, so ein Schland oder Schlandnet? Gab es da irgendwie auch so einen Begriff? Okay, ja, habe ich gar nicht. Ja, aber irgendwie so eine deutsche Internetinfrastruktur oder wie? Naja, da eigene Kompetenz aufzubauen, das ist natürlich aber nur so ein mittelfristiger Weg. Ich meine, wenn du diese Kompetenz insgesamt hast, ist es auch ganz gut für die Wirtschaft, weil man da einiges entwickeln kann. Und aber das ist halt leider nur ein mittelfristiger Weg, das heißt, und jetzt nicht auf kurze Sicht. Kurze Sicht gibt es dann immer die Möglichkeit der Regulierung. Also man kann ja Google sagen, okay, ihr wollt hier in Europa weiter Geschäfte machen, dann müsst ihr das und das so machen. Wir haben unsere Standards. Mhm. Also quasi die amerikanischen Unternehmen auf europäische Standards irgendwie zwingen. Siehst du den Weg? Ja, gut. Das müssen wir EU-Datenschutzabkommen und so weiter. Ja, und so fort. Ja gut, da müssen wir mal gucken, dass wir da mit den anderen Ländern da auch auf einen Nenner kommen. Das ist halt recht schwierig. Gerade in dem Bereich, immer wenn viele Länder da miteinander verhandeln, ja, und miteinander beschäftigt sein. Gut, und zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen und dann sind wir durch. Du musst ja eh zu einer Sitzung. Ja, zu 20 Minuten. Zu welcher Sitzung musst du? Ja, zum Plenum, aktuelle Stunde, zum No-Spy-Abkommen, passenderweise. Ah, ja. Sagst du da was? Nee, aber deswegen würde ich es mir eigentlich auch gerne anhören. Gut, wir gehen schnell durch. Jonathan Sachse, wegen deinem Sportausschuss forderst du Öffentlichkeit. Der Sportausschuss, der tagt immer nicht öffentlich. Willst du da für Öffentlichkeit sorgen? Also es ist in der Geschäftsordnung des Bundestags festgelegt, dass alle Ausschüsse eigentlich grundsätzlich nicht öffentlich tagen. Ich finde das auch ganz gut, weil dann kann man auch eher ein Stück weit vielleicht ehrlicher miteinander reden, braucht keine Schaufensterreden für euch, für die Presse zu machen. Wobei es dann im Sportausschuss schon wahrscheinlich, also schon wichtig sein wird, dass wir relativ großzügig dann sind, auch da Ausnahmen zu machen. Und ja, wenn es eben dann die Öffentlichkeit betrifft, Verbände betrifft, auch im Sinne der Transparenz ist dann zu öffnen. Warum soll das, ja, also im Sinne der Transparenz, warum soll es nicht die Regel sein, öffentlich? Naja, dann ist es so wie im Plenum da drin, dass jeder vorher schon weiß, was der andere sagt und ja, Schaufensterreden gehalten werden, man sich möglichst gut darstellen will, aber im Ausschuss geht es ja auch darum. Aber dann sehen wir doch wenigstens, was ihr sagt, also sonst wissen wir ja nicht, was ihr da hinter den Ausschusstüren macht. Ja, würdet ihr auch so nicht sehen, weil wir auch, selbst wenn es öffentlich ist, dann wird es eben zu solchen Reden kommen. Gut. Es wird darauf rauslaufen, dass es vermutlich nicht öffentlich bleibt. Gut, mit großen Ausnahmen. Die Kollegen vom NTV Sport wollten das auch wissen. Dann wahrscheinlich irgendwas, weil du wahrscheinlich in der CDU bist. Wenn eine höhere Macht Gott die Geschicke der Menschen steuert, für was brauchen wir dann Politik? Ja, also. Bisschen komisch die Frage. Also ich bin gläubig, aber ich glaube nicht, dass der Gott da oben am Joystick steht und jeden so rumschiebt und alles vorherbestimmt hat. Also von daher ist die Frage ein bisschen komisch. Hatte schon mal gleiche. Konstantin Kowalski, wie kann ein junger Mensch auf die Idee kommen, in die CDU einzutreten?
Ja, weil bei mir vor Ort es die Junge Union war und die CDU war, die die Politik gemacht hat, die mich interessiert. Und weil es grundsätzlich auch die Werte sind, ja, die mich mit der CDU verbinden. Christliches Menschenbild. Und christliches Menschenbild heißt Allah Jesus? Nein, unter christlichem Menschenbild wird beispielsweise subsumiert, dass wir die Menschen mit gleichem Wert ansehen, trotzdem davon ausgehen, dass ja jeder unterschiedliche Fähigkeiten hat und dass Politik ein Stück weit darauf auch reagieren muss. Wie würde Jesus aktuell diese Armutszuwanderungsdebatte der CSU sehen? Ja, wahrscheinlich würde er sagen, dass die Tonalität etwas schwierig ist, aber vielleicht auch darauf hinweisen, dass das Ausnutzen von ja, anderen Leuten, in dem Sinne Sozialsystemen, vielleicht auch nicht die feine Art ist. Dann, du hast es gleich geschafft, jetzt mal das langsame Handys, dann David Seber. Warum ist der deutsche Staat nicht in der Lage, in der Falle der NSA Souveränität zu beweisen? Ja, das haben wir gerade schon diskutiert. Magst du das mal kurz sagen, Einsatz? Es ist schwierig, es geht nicht, dass sich befreundete Staaten gegenseitig abhören. Auch aus diesem Grund fährt die Kanzlerin ja in ein paar Wochen in die USA. Aber sie tun es immer noch, ne? Die Amis. Merkel vielleicht nicht, aber. Ja. Die USA hat ja zumindest gesagt, dass die Bundeskanzlerin nicht mehr, also oder derzeit nicht abgehört. Aber du wirst das wahrscheinlich auch abgehört. Wie ich. Warum? Wie findest du das? Das ist ja wirklich ein Problem. Ist ja nicht nur als Journalist ein Problem, sondern auch als Abgeordneter. Ja, du hast ja keine Privatsphäre, also digital. Ja, das ist schon ein iPhone. Ich habe ein iPhone. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass jetzt gerade auch im ganzen Kontext dieser NSA-Affäre sich auch die Verbraucher nicht wirklich umgestellt haben. Es gab ja letztens wieder so eine Umfrage, wo die meisten eigentlich gesagt haben, wir benutzen es weiterhin so, wie es ist. Ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit selbst gefragt, zu gucken, was wir alles auf Facebook stellen und twittern und so. Schlüsselst du deine E-Mails? Nein, mache ich nicht. Aber schon mal dran gedacht. Ist gar nicht so schwer. Ich mal einen Fortbildungskurs machen. 5 Minuten. Okay, muss ich mal einen Fortbildungskurs machen. Ich weiß nicht, ob das bei Bundestags-E-Mails geht. Und worum besteht in seinen Augen das Christliche der CDU? Haben wir doch gerade diskutiert. Warum eigentlich zur CDU gehen hatten wir auch schon. Und Stefan Schulz von FAZ, warum braucht man heute noch Parteien? Warum ging er diesen Weg des politischen Engagements? Naja, ich glaube schon, dass Parteien Meinungen bündeln können. Und dass es gerade heute wichtig ist, so eine Bündelung auch hinzubekommen, weil so das Meinungsspektrum immer heterogener wird. Wenn wir jetzt aber in dem Parlament nur, 600 Einzelne hätten, die ihre eigene Agenda verfolgen, ich glaube nicht, dass wir dann besonders effizient und effektiv wären. Gut, dankeschön. Du hast ja so eine Möglichkeit irgendwie zu den unserem jungen Publikum, denen irgendwas zu sagen, wofür du dich einsetzt die nächsten 4 Jahre. Hast du da was? Oder? Nein, also erstmal hat's mir Spaß gemacht mit euch, das war lustig. Das, was ich den jungen Zuschauern sagen kann, ist, engagiert euch auf jeden Fall, ob politisch oder im ehrenamtlichen Engagement in Vereinen. Ich glaube, wenn wir da alle ein bisschen mehr machen, dann geht's dann Deutschland in Zukunft noch besser, weil es auch unsere Gesellschaft da zusammenhält. Amen. Jo. Vielen Dank. Dankeschön. Wir winken in die Kamera. Ciao.